So, ihr Lieben, bevor wir jetzt einen Kulturbeitrag haben, kommen wir zu den, wir haben jetzt viel über die Welt geredet, jetzt kommen wir zu Menschen, die sich aktiv in unserem Land einbringen, in bestimmte Bereiche von Aufklärung. Also wir kommen zu den schlauen Menschen, zu den Menschen, den Fachkräften von Prävention, Penetration und positivem Leben. Und ich darf auf die Bühne bitten von Herzenslust Benjamin Zerfin, von Positivhandeln Jürgen Lüker, von Ivit Tim Schomann, von der Schwulennetzwerk Landesfachstelle Jugend Jan Gensch, von Schlau NRW Andrea Krieger und von Anders und Gleich Caroline Frank. Und die kommen rauf mit dem Applaus von euch am besten. Hier ist da hinten in der Bloch, komm mit. Das sind sie alle. Das sind jetzt verschiedene Bereiche von Aktivitäten. Wir haben, eigentlich wollte ich jedem drei Fragen stellen und das soll ich in 6,5 Minuten erledigen. Ihr wisst, es ist eine große Aufgabe. Ich fange mit dem Benjamin an. Nimm du schon mal das Mikrofon, dann geht das schneller. Der Ben war auch schon mal auf dem, du bist jetzt in einem tollen Kostüm. Das ist ja ein Superman-Kostüm. Euer Motto ist Protect the Universe of Sex. Protect the Universe of Sex. Okay, also das ist Englisch natürlich. Was steckt... Das ist ja international. Was steckt dahinter? Also es steckt nicht nur dahinter, dass wir wie immer für selber Sex stehen, sondern auch immer gegen die Sittensträuche, die sich jetzt versuchen, immer die dunklen Mächte gegen die Gegen die bösen Menschen, die uns irgendwie die Cruising Areas verbieten wollen. Komm mal her, du bist ja ganz aufgeregt. Komm mal her. Ich bin auch ein bisschen erkältet. Ja, dafür sind wir alle Schwestern, Mama. Benjamin. Ich bin auch deswegen erkältet, ich vergesse noch, ich habe noch einen Kontrollflug über den Aachener Weiher gemacht. Und bei dem Regen habe ich mich ein bisschen verkältet, deswegen. Oh. Entschuldigung. Ja, am Aachener Weiher war ich auch früher oft erkältet. Ja. Also Protect the Universe of Sex, das heißt ja, viele Leute wollen uns in den Debatten sozusagen auch unsere Räume, wo wir unseren Sex haben, unsere Lebenslust klauen. Genau. Und da geht ihr jetzt hin und unterstützt sozusagen Menschen, wenn da einer sagt, ihr habt hier nicht rumzumachen, dann sagt ihr, nee, die dürfen hier, aber die kriegen von mir noch ein Kondom. Genau. So einfach ist das. Genau. Sag mal, jetzt bist du ja, ihr habt ja immer diese tollen Kostüme, ihr wart ja schon als Saftschubsen und als Sex-Mechanics. Wer denkt sich das eigentlich aus? Kiffen die alle bei der AIDS-Hilfe? Das ist ein super kreatives Team. Okay, du bist aber auch, du lebst ja nicht alleine, oder? Genau, nein. Der kann nicht in diese Selbsthilfegruppe, die wir nachher noch gründen, für die Alleinstehenden. Was sagt denn dein Männer, wenn du immer unterwegs bist und da mit anderen das Universe of Sex protectest? Der macht mit. Der macht mit? Genau. Hör mal, hat er denn auch so ein schickes Kostüm, oder? Natürlich. Und die Hosen sind noch knapper. Ah, Wahnsinn. Aber nächstes Mal kommt dein Freund auf die Bühne. Das ist ja klasse. Das war der Benjamin. Viel Erfolg bei eurer Kampagne. Danke sehr. Dann gehe ich jetzt rüber mit deinem Mikro hier zum Jürgen. Das ist der Jürgen Lücker. Ich kann da ein bisschen, dann stelle ich mich dazu und dann kann man den Tim nicht mehr sehen. Das ist ja auch schade. Ne? Ich kann ja ein Stück rücken. Ja, genau. Du bist ja bei Positiv Handeln, positiven Selbsthilfe. Wie lange bist du schon dabei? Ich bin jetzt knapp drei Jahre fast dabei. Ja. Drei Jahre knapp bist du dabei. Und Was, ihr habt ja einen Preis bekommen, hör mal. Ihr habt jetzt von der AECV NRW diesen Merkwürdig-Preis bekommen. Weil ihr alle so merkwürdige Leute seid, oder warum? Genau aus dem Grund. Ja. Nein, den Merkwürdig-Preis haben wir bekommen wegen der, jetzt habe ich gerade das Wort vergessen. Komm, du kriegst auch ein Küsschen, hör mal. Ich weiß nicht, wie man das umbringt. Ehrenamt. Ein Traum. Ja. Genau das Wort habe ich gesucht. Ich habe nämlich Löcher im Gehirn. Also der Merkwürdig-Preis wird verliehen für Leute, die ehrenamtlich arbeiten. Ja. Ne? Wir in dem Fall bei Positiv Handeln. Also wir sind ja eine Selbsthilfegruppe von positiven Menschen. Und wir sagen, jetzt ist Schluss damit mit Diskriminierung und so was alles. Jetzt geht es rund, wir schlagen zurück. Oder besser gesagt, wir klären auf. Dafür sind wir da. Genau. Ihr seid auch auf der Parade, auch in diesem Outfit. Wie viele von euch sind dabei? Ja, wir hatten letztes Jahr schon eine Schallmauer durchbrochen. Wir hatten letztes Jahr 101 Anmeldungen, 121 sind mitgelaufen. Und dieses Jahr sind wir über 150. Haben wir das leider. Wahnsinn. Wahnsinn. Also. Über 150 Anmeldungen. Und wir hoffen natürlich noch, dass Leute dazustoßen. Wer will, ist natürlich herzlich eingeladen, so ein wunderbares T-Shirt zu tragen und dann einfach mitzulaufen. Unser diesjähriges Motto ist: Mut gehört dazu. Super. Super. Jürgen, vielen Dank. Und ich glaube, dazustoßen, das haben wir immer alle gern gemacht. Also, jetzt komme ich hier rüber. Oh, das war jetzt ein bisschen, ne? Okay. Jetzt muss ich, wo bin ich? Der nächste ist Tim. Tim, ist das richtig? Ja. Danke.
Das ist der Tim, ein total lebendiger Mensch aus Hessen, ne? Muss man dazu sagen, Hessen sind ja ansonsten schon ein bisschen zögerlich. Der Tim ist Kampagnen, ist er nämlich gar nicht, ist Kampagnenleiter von Ich weiß, was ich tue bei der Deutschen AIDS-Hilfe in Berlin. Die Kampagne, was gibt's Neues? Ihr wart ja schon oft hier, eigentlich fast jedes Jahr. Was macht ihr, habt ihr im letzten Jahr eigentlich, was macht so ein Kampagnenleiter eigentlich den ganzen Tag im Büro? Ja. Wo legst du deine Beine hoch? Da haben wir schöne Schreibtische und die anderen im Team arbeiten aber ganz viel und wir haben ja jetzt in diesem Jahr... Ja, deshalb bist du ja der Leiter, Herr Meister. Genau, ja, richtig, genau. Und wir haben ja in diesem Jahr quasi die Kampagne gelauncht, wie es so schön heißt. Also wir haben eine neue Website, wir haben ganz viele neue Materialien, die unten auch ausliegen. Ist alles etwas bunter, etwas schneller geworden, um die Themen, die teilweise aber natürlich auch die alten sind, neu zu transportieren, weil sie immer noch nach wie vor wichtig sind. Ja, also auch die ganzen anderen Themen, was weiß ich, Schwule und Lesben im Alter oder Ehrenamt, Leute gewinnen. Ehrenamt, Schutz durch Therapie haben wir als Thema. Auf wie viele CSDs seid ihr ungefähr präsent? Hast du da eine ungefähre Zahl? Sind das, Da müsste ich jetzt rüber zu Christian Zararias gucken, der das alles koordinieren kann. Ich weiß nur, es sind sehr, sehr viele. Zeig an, 500 bis 600 habe ich gesehen. Also, 50 würde ich mal schätzen, oder 60. Ja, ja, und das können wir auch alles nur, weil wir wirklich so viele Leute haben, die da mitmachen in unserem Team. Also wenn ihr mal kurz aufsteht, Jungs. Ja, genau. Da sind sie alle. Super. Sehr schön. Ja, gibt es irgendeinen Wunsch, wo du denkst, das würde ich noch, du bist jetzt seit einem Jahr. Das möchte ich noch erleben. Ja, ja, genau, was würdest du gerne noch erleben? Außer, dass wir zweimal wieder einen Kaffee trinken gehen, das ist klar, aber was noch? Dass wir mit unserer Kampagne weiter Erfolg haben, dass wir noch bekannter werden, dass wir noch mehr tolle Sachen machen für Menschen, die nachher ankommen und sagen, das hat mir geholfen. Ja, das ist auch wichtig. Vielen Dank, Tim Schumann, bitte. Kampagnenleiter von Ich weiß, was ich tue. Jetzt kommt, glaube ich... Entweder die andere, jetzt kommt der Jan, dann komme ich zum Jan. Das ist Jan Gentsch. Jan, das ist dein Mikrofon. Danke. Du bist jetzt beim Schwulen Netzwerk, aber du hast eine Stelle, die ist für lesbisch, schwule, bi, trans, Jugendarbeit in NRW, eine Landesfachstelle, vom Land finanziert. Was verbirgt sich dahinter? Ja, in dieser Landesfachstelle, die gemeinsam mit der LAG Lesben, also auch von der LAG Lesben NRW begleitet wird, geht es um die Unterstützung von Jugendgruppen, lesbisch, schwul, bi, trans Jugendgruppen in Nordrhein-Westfalen, darum, die fachlich zu begleiten, zu beraten, zu unterstützen, für regionale und landesweite Vernetzungsstrukturen zu sorgen, Fachfortbildung zu veranstalten und wenn sich irgendwo in Nordrhein-Westfalen neue Gruppen gründen, die fachlich zu begleiten und zu beraten auf diesem Weg. Es gibt ja eine ganze Reihe schwul-lesbische Jugendzentren in NRW, 6 glaube ich, oder wie viele, ne? Ja, es gibt, also genau, es gibt die Zentren, aber was ich als Schwerpunkt in meiner Arbeit sehe, sind vor allen Dingen die Regionen in Nordrhein-Westfalen, wo es noch keine Regelstrukturen gibt. Ja. Und das betrifft bedauerlicherweise weite Teile von Nordrhein-Westfalen. Also zuletzt bin ich zum Beispiel viel in Ostwestfalen-Lippe gewesen. Da gibt es weit und breit kein finanziertes... Stuckenbrock, Paderborn und so. Ne? Zum Beispiel. Aber was es in Ostwestfalen-Lippe, und das ist nur ein Beispiel, gibt, sind viele tolle junge Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich engagieren, um Angebote für junge Mädchen und schwule Jungs im Coming-out bereitzustellen, einfach weil die Not erkennen und sehen, dass die jungen Leute das brauchen. Und mit denen gemeinsam versuche ich dort vor Ort in die Regelstrukturen reinzukommen. Das heißt, ihr geht zu den Kommunalen, also zu den Städten und sagt, was macht ihr da? Nimmt ihr das auf in euren Jugendhilfeplan? Das muss in den, ist ja ähnlich wie bei der Kampagne, also bei der Arbeit von Immer dabei. Das ist ja, wir werden auch zusammen Schlimmer dabei wirklich noch irgendwann mal realisieren. Das bedeutet, dass man immer in den Städten, wo das Geld knapp ist, sagen muss, aber Leute, ihr macht schon viel, aber wir wollen auch noch was. Und das ist nicht immer einfach. Und da gibt es aber auch eine gute Zusammenarbeit, denke ich, mit der Stelle im MG-Paar, die sozusagen, ihr seid ja Jugendamt, aber da, die binden ja diese ganzen, wo ist die Frau Frings überhaupt? Hallo Frau Frings, herzlich willkommen. Das ist die Leiterin von dem Referat. Ich sage sonst immer so ein bisschen despektierlich, das sind die vom Ministerium knicken, lochen, heften, ne? Aber ist geschenkt heute. Nein, das ist eine ganz, ganz wichtige Referat für unsere Arbeit, für die Umsetzung von diesem Aktionsplan des Landes. Du bist aus Bielefeld? Genau, ich bin ursprünglich aus Bielefeld, lebe jetzt aber schon seit einigen Jahren hier in Köln. Ist das ein großer kultureller Unterschied für dich? Ehrlich gesagt schon, ja. Ja, wunderbar. Okay, das war's, Jan Gentsch, ein junger Mann, der sich kümmert um die Jugendlichen.
Jetzt gibst du das Mikro. Du bist bei Schlau, das ist Andrea Krieger. Schlau ist ja nicht nur für Lesbische und Schwule, sondern auch für Transjugendliche. Und du bist eine Transfrau. Und das finde ich, ich habe sie kennengelernt in Münster auf einer Veranstaltung, wo wir zusammen mit dem KCM in Münster gearbeitet haben, Abend gemacht haben. Wie ist das denn, wenn du jetzt als schlaue Transfrau in der Schulklasse kommst? Wie läuft das ab? Sind die da erstmal platt oder was sind deine Erfahrungen? Also erstmal, ich selber als Sprecherin von Schlau NRW gehe nicht direkt in die Schulklassen rein. Wir haben aber ganz, ganz viele TeamerInnen, die eben auch trans sind und auch in die Schulklassen gehen. Und ich denke, das ist nicht so ein großer Unterschied, wie wenn Sie sagen würden, Sie wären schwul oder trans. Es sind immer am Anfang, denke ich, Berührungsängste vielleicht oder Unsicherheiten, die sich aber innerhalb des Workshops relativ schnell aufklären lassen. Wie bist du denn überhaupt so schlau gekommen? Du siehst ja gar nicht so dumm aus. Ich bin einfach relativ unabsichtlich auf einmal mit Kindern in Berührung gekommen, weil die Freundin, mit der ich zusammengekommen bin, zwei Kinder mit in die Beziehung gebracht hat. Da habe ich festgestellt, wie wichtig das ist, das den Kindern schon früh nahe zu bringen. Die sind beide im schulpflichtigen Alter. Die Kleine ist jetzt gerade auf die Gesamtschule gekommen. Und dann habe ich herausgefunden, dass es Schlau gibt, habe mit denen ein paar Gespräche geführt und auf einmal stehe ich hier. Ja, super, hör mal. Und deine neuen Kinder? Erst wollte ich noch was fragen zum Geld. Das wurde ja eben schon in der Rede angedeutet vom Steffen Schwab. Die Schlau wächst ja unglaublich. Es gibt ganz viele neue Gruppen. Es gibt sogar einen Bundesverband inzwischen. Braucht er mehr Geld oder spart er jetzt an allen Ecken und Enden? Also ich glaube, ich würde jetzt lügen, wenn wir sagen würden, wir würden kein Geld brauchen. Wir sind in den letzten Jahren, von 2012 bis jetzt, sind wir gewachsen von 80 Ehrenamtlerinnen auf 160 Ehrenamtlerinnen. Das ist also die doppelte Zahl. Wir sind inzwischen 15, 16 Teams in ganz NRW und wir würden noch ganz, ganz viele mehr Teams in NRW aufbauen. Das Problem ist nur, dass das Geld inzwischen fast ausschließlich nur noch in die Qualifizierung fließt. Wir haben letztes Jahr noch eine dritte Schulung gekriegt, danke von Frau Frings vom MGPA, die uns das ermöglicht haben. Die Qualifizierung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns. Wir möchten die Leute natürlich vorbereitet reinschicken, aber dafür fällt eben viel an der Seite ab. Öffentlichkeitsarbeit, politische Interessenvertretung, Fachfortbildung auch im Hinblick auf Inter oder jetzt Inklusion, was ja auch ein Thema sein wird. Das fällt alles hinten rüber und natürlich hätten wir nichts dagegen, wenn da noch mehr Geld fließt. Ich glaube, alle haben verstanden, dass da wirklich noch mehr kommen muss. André, du hast in Münster diese wunderbare Geschichte erzählt von einem von deinen Kindern, die so ganz stolz drauf sind, dass du eine Transfrau bist. Erzähl das, das fand ich so witzig. Ja, also es war so, dass der Große damals in die neue Schule eingeschult werden sollte und da war die Beziehung auch noch relativ frisch und dann bin ich hochgegangen zu ihm und habe gefragt, wie sieht es denn aus, möchtest du, dass ich mitkomme oder nicht? Und dann hat er gesagt, ja, ich möchte ganz gern, dass du mitkommst. Dann habe ich gesagt, gut, aber du musst dir bewusst sein, die könnten da vielleicht ein bisschen komisch gucken. Und dann guckt er mich an und hat gesagt, dann gucke ich die an und sage, die ist viel besser als eure Väter. Und damit war die Sache dann geklärt. Klasse. Sehr schön. Vielen Dank, Andrea Krieger. Ich muss auch wirklich mal sagen, man kann wirklich stolz drauf sein, in NRW zu leben, weil wir sind wirklich ein unglaublich, mit dieser rot-grünen Regierung, unheimlich fortschrittliches Land. Es gibt diese Fachstelle, es gibt Schlau, es gibt Schule ohne Homophobie, es gibt immer dabei und es gibt Antigewaltarbeit und da sind viele, viele andere Bundesländer noch weit, weit hinterher. Also an allen, die da mitgewirkt haben, auch im Landtag, da muss jetzt auch mal ein großer Applaus sein, weil die haben uns auf dem Schirm. So, jetzt noch eine Sache, die auch vom Land NRW gemacht wird, nämlich die Kampagne Nur Respekt wirkt. Das ist die Caroline Frank. Anders und gleich. Anders nur und Respekt gleich. Wirkt. Nur, NRW, genau. Nur Respekt wirkt, ist ja ein total tolles Wortspiel. Also haben die lange in der Agentur dran überlegt, Nur Respekt wirkt, NRW. Also, ne, habt ihr. Ne? Gut. Also. Ich habe mal den schlimmen Kommentar gehört, das ist ja wie Norbert Röttgen wählen. Da wurde mir kurz schlecht. Ja. Wer war das nochmal? Ich erinnere mich nicht mehr. Okay. War eben auch. Also gut, du machst jetzt die Kampagne Anders und gleich seit wann? Seit September letzten Jahres. Wie bist du drauf gekommen? Ich bin ehrenamtlich aktiv im CSD Münster e.V. Wo sind meine Leute? Seid ihr Münster, da? CSD-Leute. Hey. Oh, wir wollen den Saal von hinten. Natürlich sind wir auch vernetzt mit dem schwulen Netzwerk und mit der LAG Lesben und dort kam über den Verteiler.
diese Stellenanzeige und dann habe ich bei jedem Satz gedacht, das bin ich, das bin ich, das bin ich, das bin ich und dann habe ich mich beworben. Und die anderen haben es genauso gesehen, Gott sei Dank, hör mal. Zum Glück, ja. Ja. Jetzt lebst du ja in Münster, ist ja eine historische Stadt, Westfälischer Frieden, erste schwule Demo 1972. Mhm. Wie, man fragt sich ja als Rheinländer, wie ist das schwule und lesbische Leben in so einer, ist ja doch eine sehr große Uni, aber auch, man sagt ja immer, so ein bisschen Beamtenstadt. Wie, also gibt es da lustiges Leben oder... Das lässt sich, es ist erzkonservativ, katholisch und ganz, ganz düster dort. Nein, tatsächlich lässt sich das in einem Satz zusammenfassen und der heißt, Münster ist das neue Köln, nur besser. Das ist mal Selbstbewusstsein, klasse. Ja, ne? Ich möchte keinem auf den Schlips oder sonst wo drauf treten, das ist, genau. Aber es ist... Ich habe gestern noch eine neue Seite bei Facebook geliked, lesbisch ist das neue Gay, aber das passt dazu auch wunderbar. Caroline, hast du denn überhaupt noch Zeit in der Freizeit was zu machen? Was machst du so freizeitmäßig? Ja, auch ganz kurz, wir müssen vielleicht noch, bevor es jetzt untergeht, einmal die Kampagne erwähnen, die Ehrenamtskampagne, sollen wir es eben machen? Mach das eben, ja, genau. Denn da hat sie was mitgebracht. Genau. Da geht ja nur von deren Zeit ab, ich habe da... Wir haben nämlich mit der Kampagne Anders und Gleich in Kooperation mit dem LSVD, mit der LAG Lesben, mit dem Schwulen Netzwerk zusammen diese Ehrenamtskampagne gemacht. Und die laufen morgen nämlich direkt an zweiter Stelle bei der Parade mit. Super. Wir haben Bierdeckel davon gedruckt, um Menschen dazu zu bewegen, sich ehrenamtlich in den CSDs, 11 haben wir in NRW, zu engagieren. Super. Man weiß ja aus der Forschung, ein Drittel der Menschen... Sehr schön, also achtet auf das Herz. Ein Drittel der Menschen engagiert sich ehrenamtlich, ein Drittel wird nie was tun und das dritte Drittel sagt immer, mich hat keiner gefragt. Also richtig, dass wir fragen. Ah, nochmal hinhalten. Zeig das mal hin. Ja. Der Zick ist da vom Express. Herzlich willkommen, Zick. So, Caroline, jetzt aber zu deiner Freizeitfrage. Was machst du in der Freizeit so? Ich singe vor allem. Du singst. Das ist gut. Wir hatten nämlich eigentlich versucht, heute Dolly Parton, die ist ja heute Abend hier, wollten wir eigentlich auf die Bühne holen, aber die hat abgesagt. Ach, schade. Und wir haben jetzt auch einen Flügel da. Ich weiß nicht, was machst du für Musik? Könntest du das gebrauchen? Ja, den könnte man nehmen. Ja. Wärst du jetzt so spontan, meinst du? Ja. Soll sie einfach mal ein bisschen Musik machen? Würdet ihr das gerne? Ich glaube, ja. Nein, ich bräuchte ja, also, ja, Moment. Also ich bräuchte halt, wenn dann MusikerInnen dafür. Sind vielleicht MusikerInnen anwesend? Sind da so viele Kirchen? Ich sehe da zwei. Ach, da sind ja zwei, okay. Habt ihr Lust? Hättet ihr Lust einfach? Ja. Okay, dann kommt ihr rauf. In der Zeit verabschiede ich die anderen. Vielen Dank, dass ihr auf der Bühne wart, mit euren Projekten uns vorgestellt habt. Und es geht weiter mit einem Überraschungsmusikbeitrag. Mit Caroline Frank, Münster ist das neue Köln. Ihr kennt das sicherlich alle, man hat, gerade wenn man sich in diesen Kontexten bewegt, immer unterschiedliche Hüte auf und da ich, also wir haben jetzt nicht sonderlich explicit Lyrics, also nicht, wir benutzen nicht viel Schimpfworte, aber ich sage durchaus mal Fuck und deswegen lebe ich jetzt sozusagen symbolisch dafür, dass ich jetzt nicht mehr Projektleiterin der Kampagne Anders und Gleich bin, sondern dass ich jetzt privat hier bin, lege ich das Jackett ab. Und jetzt sind wir Box in the Attic aus Münster. Der Mann braucht ein Plektrum. Weiß jeder, was das ist? Ja, ja. So ein abgebrochener Fingernagel. So ein abgebrochener Fingernagel, richtig. Von Dolly Parton haben wir den bekommen. Ba-da-da-ba-ba-da. Of rules, they got nothing to do with me. All I want is
Solid ground, no fear of losing control and coverage when you feel down. No shame to show it. Invite you to my treehouse where life's just good. Ba-da-da-ba-ba-da. Ba-da-da. Wir haben 7 Minuten, wir spielen nachher nochmal. 2x7 Minuten. Akustisch sind die Songs immer ein bisschen kürzer, deswegen können wir 2 machen. Habt ihr noch Lust, einen zu hören? Und er holt eben auch noch ein anderes Kabel. Ich glaube, Dolly Parton ist da auch wieder behilflich. Wie gesagt, wir sind Box in the Attic aus Münster. Eigentlich sind wir noch mehr auf der Bühne, noch mit Schlagzeug, mit Saxophon und Bass. Und heute, wie gesagt, in der akustischen Version hier, bitte schaut doch im Internet nach uns, www.boxintheattic.de, und bei Facebook sind wir auch. Wir freuen uns über jeden Like. Jetzt muss ich noch was erzählen, oder? wir machen gerade tatsächlich ein zweites Album. Wir haben ein Album schon produziert. Das gibt es auch nachher hier bestimmt zu kaufen. Ja, ne? Ja, ja. Das gibt es hier nachher zu kaufen auch von uns direkt. Und ja, im Januar kommt das zweite Album. Also lohnt sich auf Facebook, sich mit uns zu vernetzen, wer Lust auf unsere Musik hat. Der nächste Song ist auf dem ersten Album, heißt TV und passt so ein bisschen auch zu Menschen, die den Arsch nicht hochkriegen. Also niemand hier. Once I dreamed about a world of peace and love, without guys who tell me what to do from above. But I couldn't find an institution to start my revolution. And so she stayed home and watched TV. Once I dreamed about the whereabouts of Mother Nature, and so I planned a trip to find an undiscovered creature. But on TV they show the environmental pollution. I took the easy solution. And so she stayed home and watched TV. Thank you.
once he dreamed about a girl he thought he loved. Until on TV a guy said, guys have to be tough. But when he tried to find a new girl and new hope, they showed his favorite daily soap. And so I stayed home and watched pornography. Max in the attic. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Box in the Attic mit der sehr selbstbewussten, zu Recht selbstbewussten